Der Küchenhobel hat drei verschiedene Scheibenstärken, die ich hier mit diesem roten Bügel ganz einfach einstellen kann. Das heißt, ich ziehe den Bügel nach hinten, dann habe ich die erste Stärke, das heißt Vorsicht, hier schneide ich schon mal das erste Mal, dann noch einmal nach hinten und ein drittes Mal nach hinten. Wenn ich den Bügel wieder nach vorne schiebe, was bei der Reinigung und bei der Aufbewahrung natürlich ganz wichtig ist, dann habe ich wieder hier einen Schutz, das heißt, ich kann über die Klinge drüber, ohne dass ich mich verletze. Aber ich muss achten darauf, dass dieser Bügel immer nach unten geschoben ist. So, das Ganze zeige ich euch jetzt anhand einer Zwiebel, welche Stärken wir haben. Ich lasse mir beim Zwiebel hier hinten das immer gerne oben, weil hier steche ich auch auf. Ganz einfach aufsetzen, den weißen Teil runterschieben und dann die Stärke nehmen, die ich möchte. Wir machen einmal die erste und jetzt beim Runterhacheln ganz einfach nur den roten Teil, mit dem drückt man eigentlich dann hinunter. Und so hat man die Scheibenstärken. So, jetzt einmal das erste. Dann nehmen wir die nächste Stärke und die nächste Stärke. Und jetzt seht ihr den Unterschied von diese drei Scheibenstärken. Also man sieht wirklich schön dünn, mittel und hier habe ich schöne Zwiebelringe, die ich mir auch gut rausbacken kann für einen Zwiebelrostbraten. Also Vorsicht beim Abwaschen, unbedingt wieder zurückschieben, damit das geschützt ist. Abwaschen geht schon wieder ab in die Lade und das nächste Mal für Gurken, für Karotten. Also wirklich für alles zum Verwenden. Zucchini bei den ganzen Aufläufen, die Kartoffeln, wird wirklich total easy.